Ich gebe Unterstützung. Das aussieht. Hallo, wenn ihr euch. Ey! Ich hab da etwas mit dem Rücken. Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD. Mit mir, dem Racer und euch, den Zuschauer. Ja, ich nehme das jetzt ganz schnell auch am Dienstag auf, weil heute Abend soll die Folge online kommen. Aus diversen Gründen. Ich konnte gestern nicht aufnehmen, weil mein Aufnahmeprogramm versagt hat. Jetzt am nächsten Abend, also heute geht's wieder, nachdem ich mir mein gesamtes Nvidia GeForce Experience mal runtergeladen habe. Jetzt funktioniert's. Und ich habe gestern eine Folge aufgenommen, da war ich sehr genervt und deswegen dachte ich mir, ich probiere es heute nochmal, bevor ich jetzt heute den Scheiß hochlade. Und ja, scheinbar funktioniert's jetzt. Ich hoffe, es funktioniert auch. Wenn nicht, dann lade ich halt das andere hoch und dann werdet ihr das eh nicht sehen. So. Ich würde sagen, wir fangen mal mit meinem Satz an. Und zwar haben wir... Hallo, Einsatz. Hallo. Was soll das jetzt? Wieso kann ich keinen Einsatz? Wieso? Hä? Einsatz. Wieso geht dir die Hälfte nicht? Moment. Hä? Ich glaube, ich muss mal kurz nur laden. Nur Moment. Hä, wieso? Oder wir probieren mal eben was aus. Also, das ist ja. Keine Einsätze finde ich aber nicht gut. Oh, nicht reinfahren. Müssen wir mal kurz zurückfahren und gucken, was da abgeht. Also irgendwie, ich kann auch mein Police Radio kann ich auch nicht aufrufen. Kann das sein, dass das Skript nicht geladen hat? Kann das sein? Ja. Herr Inspektor. Ich habe da ganz dringende Verdachte. Jetzt müssen wir mal kurz off-duty gehen. Guck mal, jetzt go on-duty. Was ist, der hat uns rausgeschmissen zwischendurch. Finde ich aber nicht gut. Okay. Dann komm, das zeige ich einfach mal ungeschnitten hier. Denn ich bin ungeschnitten. Oh Gott, war der scheiße. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier mal on duty gehen. Ich verstehe nicht, warum. Guck mal, jetzt können wir hier nochmal auswählen. Okay, scheint wohl ein LSPDFA-Bug zu... Nein, fuck! Egal, unsere Karre müsste hier noch... Guck, da steht unsere Karre, okay. Genau, weil jetzt rucke das nämlich auch. Weil der nämlich die ganzen Sachen jetzt lädt. Jetzt sage ich nochmal willkommen zu LSPDFA. Ich lasse es einfach mal drin, weil mir fehlt gerade ehrlich gesagt ein bisschen die Zeit, weil ich in einer halben Stunde los muss zu meiner Mittagsschule. Deswegen, so, Traffic ist back. So, da gehen wir mal mit. Achso, warte, was ich noch eben machen wollte, ist einmal Time, so. Und einmal, das tut mir jetzt leid, das ist gerade sehr spontan, deswegen hatte ich jetzt auch gar nicht viel Zeit, das rumzutesten. Und jetzt haben wir Traffic Stop Backup required. So. Kommen wir hier links rein. Oh, andere Richtung, okay. Ah, ne, ist doch eh richtig. Pass auf, wir parken mal hier. Jo, dann dachte ich ja. Ey, nicht hier. Oh, er fährt, okay. We have a suspect resisting arrest in Howard's. So. Wir machen lautes Signal an. Was ist denn der Typ? Ist der da? Ey, nicht. Ah. Oh Gott, Entschuldigung, dass ich in der Macke. Aua! Ah. Bleiben Sie stehen. Jetzt. Stehen bleiben, stehen bleiben. Oh, komm, den kriegen wir, oder? Kriegen wir den. Komm. Wir haben ihn. Auf dem Boden. Ja. Genau. So macht man das gut. Ja, du kannst ihn gerne übernehmen. Komm, mach. Übernehme ihn. Los. Oder ich übernehme ihn. Okay, dann übernehmen wir eben. So. Eben mal ins Fahrzeug reingegriffen. Und, hier, ne? Backup
den ganz normalen Prisoner Transport holen. Boah, sieht die aus, Alter. Die sieht ja richtig ekelhaft aus. Weißt du, so stelle ich mir die Promis in den USA vor. So richtig. Da. Hier sollte mal ins Dschungelcamp gehen. Da würde die sich. So, wir fahren mal weiter auf Strafe. So, wir dürfen einmal reparieren. So, achso, genau, können wir natürlich ausmachen. Ich glaube, wir halten mal jemanden an. Da hinten hat jemand keine Brake Lights, dann, ne? Let's halt him an. Also, der steht hier gerade. Wir haben keine Brake Lights. Okay, da ist ein bisschen. Ja, Erin Cross. Guck mal, Erin Cross. Dein Name sagte schon, das ist eine richtige Dschungelcamp-Kandidatin. Oh. Ja. Okay, da gehen wir mit Code 2 hin. Code 2 can do, sage ich immer. So, wo ist der Herr? Ach, der ist da. Attention, this is dispatch. Attention. Approach of concussion. So. Halten Sie bitte. Ei. Halten Sie an. Stehen bleiben, bitte. Danke, dass Sie mir hinten reinfahren. Hallo, bleiben Sie stehen. Okay, pass auf. Ah, jetzt, okay. Ich habe diese Rede vergessen anzumachen, nicht Detlef. Bleiben Sie stehen. Das reicht's mir. Kommen Sie raus! Kommen Sie raus! Auf den Boden! Okay. Auf den Boden! Ey, ich schieße? Okay. Auf den Boden! Hallo! Das ist eine sehr dumme Aktion von Ihnen, flüchten zu wollen. Ja? Huch! Und jetzt droppen sie mir auch noch ein Paket vor die Nase. Wissen sie, dass ich dadurch sterben könnte? Wie kann ich denn das einsammeln? Achso, erstmal hier, so. Backup required for a suspect placed under arrest in Alta. Haben wir... Ja, komm. Roger. Ah, jetzt. When you're done, hold oath presented in court. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Moment, wir schleppen noch kurz die Karre hier ab und gehen dann runter 0. Und presenten ist in. Achso, hold down. Okay, warte, halten. Wir holen wahrscheinlich einen Abschlepper und jetzt gehen wir ins Gericht. Das finde ich cool in der Mod. Dass man im Gericht jetzt landet. So. The driver, Jesse Bush, was found guilty of dangerous driving, resisting arrest and very high scale drug dealing. Jesse Bush was also found guilty of tasering a police officer. Ja. Habe ich nämlich noch genau im Augenwinkel gesehen. Was jailed for a total of 27 years as a result. Great job, Nikla. Was? Ich habe mein Essen nicht vergessen. You collected all the available evidence. Okay, das finde ich gut. Ah, hier. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Das nenne ich Gerechtigkeit. No further units required. Und wir kriegen wieder mal eine Reparatur spendiert auf unsere Karre. Das freut uns doch alle. Hurra. Erstmal voll egal. So, guck mal, der Bus. Wobei, der Bus ist öffentlich. Ich weiß nicht, darf die Polizei eigentlich in echt Busse anhalten? Ohne Verdacht, allgemeine Verkehrskontrolle. Weil das sind doch die Öffentlichkeitsdinger. Und das ist doch... Oh, warte mal, Drunk Driver. Hier, Moment. Bleiben Sie bitte mal stehen. Ich habe das Gefühl, dass Sie was getrunken haben, ja? Okay, er flüchtet. Ah. Betrunkener flüchtet. Ich dachte, da brauchen wir kein Backup, weil... wobei doch, warte mal. Einmal Local Patrol oder zweimal meinetwegen. Aber ich glaube, mehr brauchen wir echt nicht. Bleiben Sie stehen. Auf dem Boden. Da. Scheiße. Ey, wieso können sie so plötzlich rennen wie ein Weltmeister? Warte, hier so. Auf den Boden! Ja, sie machen das schon, ne? Okay.
Ich gebe Unterstützung. Was aussieht? Hallo, wenn ihr euch... Ey! Ich hab da etwas mit dem Rücken. Alter, jetzt steht... Legen Sie sich hin. So. Alle auf Boden jetzt. Kommt da jemand? Oder muss ich machen? Ich glaube, ich mache mal. Ey! Irgendwann... Jetzt komm, hier. Ne? Keine Spielchen. Wir holen Prisoner Transport. Assistance required for a suspect placed under arrest in... So. Strawberry. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Da ist schon der Prisoner Transport. Das heißt, wir können ablösen. Wir fahren weiter auf Streife. Finde ich gut. Und dürfen natürlich einmal reparieren. So. Könnten, wobei LAPD geht nicht auf Highway, das macht Highway Patrol. Das ist ja unrealistisch. Hupen da ständig, warte mal, hier ist. Ich glaube, hier ist Speeder. Lassen Sie mich mal bitte durch. Oh Gott. Okay, da hinten ist, glaube ich, ein Speeder. Ja, den halten wir an. Bleiben Sie stehen. Bitte machen Sie keinen Scheiß. Hallo. Die Herren. Würden Sie bitte stehen bleiben? Genau. Jo, dann dacht die Herren. Einmal Ihre ID, bitte. Moment mal. Auf den Boden. Auf den Boden. Alle. Auf den Boden. Okay. Sie bleiben schön da drin, ja? Ich habe hier einen kleinen Zwischenfall. Okay, den nehme ich fest. Also ich bin der Meinung, das war Notwehr, dass wir den erschossen haben. Boah, sieht das so scheiße aus, Alter. Ey! Gehen Sie jetzt bitte auf den Boden. Also das ist doch ein Witz. Auf den Boden jetzt. Auf den Boden. Alter, was? Was? Ich möchte jetzt den anderen da festnehmen. Hier, komm. So, den haben wir. Ich finde das nur, dass der andere da auch stehen bleibt. Muss man eh in die Karre ein bisschen wegfahren, vorsichtig. So. Oh. Okay, warte. Okay, er legt sich hin. Wir nehmen ihn fest. Ja, das war vielleicht ein bisschen komisch, dass sie die jetzt überfahren haben. Wir brauchen mal einen Corona. Und Prisoner Transports. Ganz viele. Haben hier gleich drei. Wovon würden sie mir bitte nicht folgen? Wir brauchen noch einen Abschlepper für den hier. Fällt mir gerade ein. So. Bitte, bitte nehmen Sie nicht nur einen mit. Bitte, nehmen Sie alle mit. Oh, das brauchen wir mal zwei. Okay. So, hier haben wir schon jemanden geholt. Ich muss irgendwie bei einem Mod holen, dass die Blutpools besser aussehen, ey, weil das sieht echt, also das kannst du echt nicht. Jetzt geht sie mir nicht auf die Nerven. Mann! Oh Gott, okay, da kommen sie schon. Wir kümmern uns mal um den Herrn nochmal. Entschuldigung, dass ich sie jetzt so unterbrochen habe. Ich glaube, wir brauchen eben nochmal einen. Ich denke mal, es reicht, wenn ich ihnen jetzt einfach schon ein Ticket gebe, denn ich habe jetzt echt keine Zeit, weil wir haben hier ein paar wichtige Sachen. Ich denke mal, fürs zu schnell fahren ist das angemessen. Und damit entlasse ich sie dann auch. Ich muss nur kurz was auf meinen Notizblock schreiben ohne Stift, weil ich bin nicht behindert. So, ja, hallo. Das werde ich mir definitiv merken. So. Würden Sie bitte jetzt... Moment mal. Würden Sie bitte dem Abschlepper aus dem Weg gehen? Attention all
Get them. Oh, fuck. Get them in progress. Ah! Shots fired. Wieso wurde ich bei allen Leuten umgefahren? Wir haben Kidnapping in Progress da hinten. So. Ich denke mal, da wäre ein Helikopter. Oh. Wieso gibt es hier keinen. Okay, Pursuit zählt, also Kidnapping zählt also nicht als Pursuit. Finde ich irgendwie nicht so geil. Jetzt haben wir halt einen Nuss-Helikopter geholt. Hoffentlich schießt er jetzt nicht ab. So, wir brauchen hier mal dringend Unterstützung, weil Kidnapping ist nicht zu spaßen. Ja. Und da vorne sind auch schon die Kollegen, glaube ich. Wobei, nee. Ach, keine Ahnung. Oh Gott. Darf ich sie vorne überholen? Ich glaube nicht. Officer! Ich bin der Meinung, sie haben ein bisschen übertrieben. Ich liege hier auf dem verkackten Dach und sie... Und der Kidnapping-Typ ist auch weg. Wenn wegen ihnen jetzt ein kleines Mädchen stirbt, sind sie dran schuld, ja? Boah, ich mach mal die Sirene aus, ey. Es ist echt unglaublich, was sich die Cops von heutzutage von, also hier, ja. Mann! Finde ich nicht gut. Toll, was machen wir jetzt? Hier, mal kommen, hier. We have a traffic nee. Pacific Bay, oh ne, das ist zu lange. Bei Pursuit, scheiße, eigentlich hätte ich... Ja, Mann. Homicide. Homicide ist ja wohl definitiv code-free. Und wir fahren schnellstmöglich dorthin. Weil das ist wichtig. So, Homicide da hinten. Okay, wir halten hier mal an. Kommt von hinten. Vielleicht. Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Auf dem Boden. Auf dem Boden. Okay. Perfekt. Bitte nicht schießen jetzt. So. Ich denke mal, das hat jetzt super funktioniert. Also ich dachte, das dauert ist jetzt ein bisschen. Ja, ne? Ich dachte, das ist jetzt hier. Ich dachte, das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger. Hi. Ja, nehmen Sie mal die Kollegin hier mit. Wir steigen mal so lange unser Auto und nehmen den nächsten Einsatz an. Traffic Stop, okay, nehmen wir an. Das nehmen wir an. Boah, wie geht's für einen Einsatz zu Code 2? Haben wir Code 2? Ja, okay, haben wir. Ich fahr mal ein bisschen außerhalb. Weil ich weiß ja, dass viele Ego-Perspektive wollen und viele wollen die Third Person. Aber irgendwie, ich probiere halt immer so ein Mittelding. Ich kann ja nicht... Ich könnte natürlich zwei Playlists erstellen. Eine mit den Folgen mit Ego-Perspektive und eine mit den Folgen in Third Person. Aber da müsste ich doppelt so viel aufnehmen. Das ist nicht machbar. So, pass auf, wir rein uns hinter mal ein. Das ist natürlich wieder sehr professionelles Roleplay hier. So. Ey, wollen Sie mir... Moment mal. Erstmal gehen Sie auf den Boden. Beruhigen Sie sich jetzt? Ich glaube schon. So. Hey, thanks for coming along. I felt like I needed backup on this one. This vehicle came up on the fixed ANPR camera. Apparently, the registered owner is wanted. Do you want the rest to be yours? Ja, wollen wir machen? Achso. Ah, da, okay. Arrest the wanted suspect. Aussteigen. On the floor, punk! Oh my god, please don't. Die Waffe weg. Screw you. Okay. Ey! Nee! Was? Attention, this is was? We are code 4. No further units required. Was? Officer has been fatally shot. Officer needs immediate assistance.
What the fuck? Copy that. We're moving right now. 10-4, respond code 2. What the fuck? Ja, da steht man nun. Da hat die ein Messer gezogen. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Scheiße. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal für heute Schluss. Also das ist so. Also ich bitte euch, also nee. Das lasse ich mir nicht gefallen. Am Freitag geht's weiter mit LSPDFA. Da gucken wir mal, dass wir die Frau nochmal hier zur Strecke bringen. Und ansonsten würde ich sagen, bewertet das Video. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht das gut. Tschüss.